Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe mit Thorsten Helbig, Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Und ja, ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Heute haben wir endlich mal wieder gutes Wetter, zumindest hier in der Gegend. Und nichtsdestotrotz sind so viele anwesend. Also vielen Dank für das Interesse, wie immer. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, wenn denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn Thorsten sicherlich heute wieder Setups zeigt. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Dann auch nochmal offiziell einen schönen Gruß an Twitch und an TraderPulse. Und ja, lieber Thorsten, dann würde ich jetzt nicht nur werde ich auch den Bildschirm übertragen und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, Jungs und Mädels, ist ja was zu sehen. Alles gut. Gut, Knut. So, guten Morgen. Von Twitch und Traderpuls auch anwesend. Sehr schön. Also, alles soweit klar. Wir haben heute mehrere Aufgaben zu bewältigen, die wir uns gemeinsam anschauen sollten. Allerdings hat mir das Wetter die letzten Tage ein bisschen zugesetzt. Kann es sein, dass ich mich zwischendurch mal ein bisschen verneigen muss, um die Nase frei zu kriegen? Wir haben eine Aufgabe von gestern zu erledigen. Wir haben eine Aufgabe, die wir uns gestern früh angeguckt haben, die haben wir zu erledigen. Wir haben die zweite Aufgabe zu erledigen, den DAX abzuhandeln, was wir da gerade tun. Und wir haben den Tag von gestern auszuwerten. Das sind die wichtigsten Eckpunkte. Ich habe bei uns allerdings ein bisschen wenig Reaktion auf die Aufgabe von gestern gesehen. Wir hatten gestern Morgen hier einen Bereich eingezeichnet und empfohlen, um das mal kurz für die anderen zusammenzufassen. Unsere Route hieß, dass wir hier hochgehen bis an die 109.0902 und dann nach unten weg. Nach unten weg war richtig, nach oben raus war nicht gegeben. Damit hatten wir praktisch vorgestern keine Chance, hier was zu tun. Hauptrichtung Short war klar. Die Route sollte so laufen wie auch hier. Spielt nicht mit, warum nicht? Übertragen tut's. Mal gucken. Der wechselt den Chart nicht. Wir haben eingezeichnet dafür gestern früh in der Auswertung, dass wir durchaus hier hätten ganz, ganz sauber unsere Zielbereiche handeln können. Zielbereich hier oben, den hier nach unten kaputt gemacht, kurzer Rücklauf, hier den nächsten angegriffen, Rücklauf bestätigt, nach unten den angegriffen, Rücklauf, den Vorläufer bestätigt und dann nach unten weg bis zur 54, um dann wieder in diese Richtung zurückzulaufen. Das heißt, für die das Kapitel Widerstand Unterstützung müsste hier die ganze Geschichte ein Paradies gewesen sein. Dazu kommt, dass wir in diesem
Zeitfenster hier von morgens 9 Uhr bis mittags. Hier haben wir gesagt, wir schauen einfach mal nach, wie viel Einstiege denn Zielbereichshandel hier war klar. Den haben wir gestern Morgen auseinander gepflückt. Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal Euro Pro an. Marcel, herzlichsten Glückwunsch. Ich bin ja nun, ich zähle ja nicht zu deiner und Nelson seiner Generation. Ich bin ja eine Generation weiter. Ich habe ja das Glück, wenn es irgendwie mit den Zwergen drunter und drüber geht, dann nehme ich diesen Zwerg und sage, Mama, es ist deiner oder Papa, es ist deiner. Aber herzlichen Glückwunsch und ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen Erdenbürger. Guten Morgen, Stefan. Und guten Morgen ins Eichsfeld. Schön, dich hier zu sehen. Okay, wir schalten dazu. Mal gucken, ob das wenigstens funktioniert. Das funktioniert. Wir gehen in den 1 Minuten. Und ich möchte. Was ist hier los heute? Irgendwie spielt meine Plattform nicht so mit. Jetzt kommt sie Stück für Stück. So, das war der Plan, den wir hatten. Gleich, das war gestern. Den gestern gucken wir uns gleich an. Wir wollen jetzt zum 23. Noch mehr. So. Die Pfeile haben wir mal gesetzt an den jeweiligen Zielbereichen. So, ich muss nur warten, dass die Wolke hier auftaucht. Da wird er noch einen kleinen Augenblick brauchen. Na komm. Warum immer bei euch? Immer wenn der Nelson da ist, dann hängt sich hier irgendwo was auf. Ich mach doch nichts. Daran liegt es wahrscheinlich. Der greift hier unten meine Zeitfenster nicht ab. Das hatte ich vermutet. Jetzt sollte es gleich wieder gehen. Genau. So. Da, endlich. So, da wo wir die Pfeile haben, haben wir die Zielbereiche. Die könnte ich jetzt rein theoretisch mit dazu nehmen. So, wir sind von da oben nach unten durchgelaufen, hier zurück. Selbst hier hätte man über ein Euro pro nachdenken können. Ich gehe jetzt nur mal auf ein einziges Beispiel ein. Die anderen ist euer Job, eure Hausaufgabe, das zu tun. Euro Pro. Mein lieber Andreas, viele Grüße nach Potsdam. Kaffeetasse ebenfalls voll. Grüße nach Potsdam aus dem doch heute sonnigen Norwegen, wo wir noch die nächsten 6 Wochen, 7 Wochen verbringen werden. Heute 23, 24 Grad und spiegelblanke See. Meine jungen Väter, die See da draußen sieht aus glatt wie ein Kinderpopo heute. Ja, auf Lachsjagd. Schade, jetzt kann ich das Bild nicht zeigen. Wir sind auch unter anderem auf Lachsjagd. Okay, ich nehme mal ganz normal unsere Trendgeschichte, Bewegung. Korrektur. Mein lieber Andreas, eigentlich ein schöner Zeitpunkt,
unser Interview, unser Podcast oder was auch immer mal zu machen. Das wäre hier eine ideale Umgebung für sowas. Das, was wir schon lange mal vorhatten. Was hältst du davon? So. Bewegung, Korrektur. Ja, genau, wir sind mittendrin. Top. Also, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Grundvoraussetzung für alles, was wir an der Börse machen, ist Trend, Trend, Trend. Immer wieder. So, Regelwerk sagt, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll gebrochen sein. Da. Letzte Tief befindet sich hier. Letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll gebrochen sein mit Musik. Das hier reicht mir als Musik. Bam, bam, bam. Einmal angegriffen, kurz durch, zack, nächste Minute stramm durch. Erste Korrekturkerze. Unter diese erste Korrekturkerze kommt unser Short-Einstieg. Hier. Short Entry und der wird nachgetrailt unter diesen Kerzen, unter den steigenden Kerzen, bis diese gegriffen hat. Reiner Einstieg nach Euro Pro heißt, dass der SL in diesem Fall über das letzte Hoch muss. Das wäre hier die 88. Entry wäre bei der 82 6 Punkte SL plus Spread, also 8 Punkte, 9 Punkte. Sind wir bei 8, 9 Punkten SL. Wir brauchen mindestens einen Take Profit, demnach von 12, eher sogar von 16 Punkten. Dann müssen wir schauen, geben die Zielbereiche das her? Ja, nein, vielleicht. Mal mehr. Wir sind hier zurückgelaufen und Zielbereich wäre hier. Ab hier wird der SLBE weitergeführt. Zielbereich wäre hier unten bei der 70. 12 Punkte Take Profit sind durchaus drin. So, für unsere Community, ich will das jetzt nicht weiter durchziehen hier, weil die anderen warten auf neue Setups. Das ist eure Aufgabe gewesen und wenn ihr Interesse daran habt, wäre es schön, wenn ihr die auch umsetzt. Okay. So, das war der 23.7. Schauen wir uns den 24.7. an. Ich habe mich ab gestern Morgen diesen Plan gemacht. Na komm. 10844 ist die Entscheidungsmarke, die ja übrigens da 10844 ist oder war die Entscheidungsmarke für vorgestern. Das war auch das Endziel hier unten, egal ob wir nach Zielbereich von oben nach unten handeln oder ob wir hier an der 82, hier wäre nämlich der Entry gewesen nach Euro Pro. Und danach hatten wir das Ziel unten bei der 44. Das sind 40 Punkte, also 38 Pips, nur nach so einem Plan. Wer Euro Pro hat, wir hätten, wenn er hier hochgelaufen wäre, hätte, wäre, bla bla bla. Wenn er das gemacht oder wenn das passiert, wenn der Kurs mitgespielt hätte, dann wäre hier oben der erste Shortbereich Euro Pros, unser klarer nach Hause bringe, auf jeden Fall hier am 23. Ziel war definiert mit 10844 und 10844 5 war das Ziel und am Abend um 19:55 Uhr, nicht ganz so spät, stimmt nicht, 18:17 Uhr, 18 Uhr wurde dieses Ziel auch astrein erreicht. Klare Pläne, klare Linien, klarer Handel. So. Fabian, danke für die Nachfrage, finde ich sehr gut. Können wir machen? Einstiege gestern.
im Scalping-Bereich nach EuroPro. Das können wir uns gerne anschauen. Komm her. Ja, die Verbindung zu meinem Server scheint hier nicht die beste zu sein. Der schleppt sich etwas hinterher. Ist eine sehr gute Idee, aber dass ich mich jetzt hinsetze für 2 Tage, das ausarbeite, wenn die Ausarbeitung von vorgestern noch nicht abgeschlossen ist, macht nicht wirklich Sinn. Es macht immer dann Sinn, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn alle ein bisschen. Ich habe ihn geschickt, Marcel, das kannst du gerne tun, sich zu der öffentlichen Veranstaltung anzumelden, weil das hier heute ist, die Veranstaltung oder Veranstalter heute ist FX Flat und dann muss er sich auch über FX Flat anmelden. Du kannst ihm aber gerne den Link schicken. So. M5. Und mehr. Da. Tagesplan gestern. Wir wollten hier hoch, da, bis dahin und nach unten weg. Alternative bis da hoch und dann nach unten weg. Ziele waren tiefer definiert als die 10844. Die 10844 von vorgestern. Gestern war dann das Ziel 10833, 2 Punkte oben drüber, also 10835 war das Ziel für gestern von oben nach unten weg. Erste Nummer war gestern Morgen, Zielbereich hier sollte angesteuert werden, 10854, dann runter bis zur 33, das ist die Nummer für das Tagesziel. 11:10 Uhr haben wir das High gemacht. Na komm her. Haben wir das High gemacht bei der 53,3, also 0,7 Punkte und 0,7 Pips unter diesem Zielbereich. 0,7. Zack, Zielbereich direkt innerhalb von 10 Minuten unten Zieleinlauf. Dann ist der Tag, also auf jeden Fall zur Zeit für mich in meiner Situation, dann ist der Tag erledigt. Ich stehe hier direkt am Fjord, gucke hier raus und da unten liegt unser Boot. Auch wenn das jetzt mit meiner Frau ein bisschen schwierig ist, aber mein Ansinnen ist es immer, morgens in der Regel bis 10 oder 11 ungefähr das Tagesziel einzufahren und dann zu sagen, hier, der frühe Vogel kann mich mal und will diese Nummer genießen. Gestern Abend dann, schöne Nummer, wenn man vom Angeln zurückkommt, genau das gleiche Spiel. Hier oben das, was angedacht war, 61,9 und dann wieder runter zur 31, 33 das Ziel, minus 2, 31. Hat genauso funktioniert, wie es sein sollte. Und mein lieber Fabian, danke der Frage, aber. Nimm dir dieses Fenster von unten nach oben, weil hier unten wäre ja für die Shorts erstmal Schluss gewesen, weil das war unser Ziel. Nimm dir einmal diesen Verlauf von hier unten nach oben. Ich zeichne es mal für dich oder auch für die anderen Interessierten ein. Hier haben wir absolut einen Trendwechsel im M5. Bewegung, Korrektur, Bewegung ab hier. Ist Euro pro Long möglich? Also schau dir bitte an, in diesem Zeitfenster Euro pro Long, was du hättest machen können. Du weißt, wie das bei uns funktioniert. Du hast die Möglichkeit, das entweder in der Gruppe zu machen und das zu veröffentlichen. Da sich aber wahrscheinlich auch sommerlich oder den Sommermonaten, Urlaubsmonaten geschuldet, wenige dran beteiligt haben, kannst du mir das auch gerne per E-Mail schicken und ich werte es aus. Oder wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit und schauen dann mal per Fernwartung zusammen da drauf. Du willst oder sollst ja auch lernen. Das heißt, in diesem Bereich Euro pro Long und ab da dann nach
in diesem Bereich bis zu 35 Euro pro Short. Rot ist Long Euro pro und so. Euro pro Long, nicht Lung, Long Einstiege. Und da Euro pro Short Einstiege. Ja. Am besten ist es immer, wenn man sich das erarbeitet, einzeichnet, dann bleibt es nämlich auch hängen. So. Und auch dieses Bild kann ich auf Slack hochladen. Ja. So, euer Job, macht das bitte, dann habt ihr auch was zu tun. Die Folge ist jetzt, wir befinden uns, wenn wir zurückgehen in den H1, da haben wir auch ein bisschen drin rumgespielt. Im H1 befinden wir uns hier in schönen Mustern. Wir haben hier, das ist der DAX. Wo haben wir den denn versteckt jetzt? Ja, sagen, wir befinden uns hier in einer SKS-Formation, die die rechte Schulter nicht da abgeholt hat, wo sie abgeholt werden sollte. Aber nach diesen Mustern hier sind wir stramm short unterwegs. Brauchen wir nicht drüber nachdenken. Selbst im H1 haben wir, wenn ich den sogar hochrechne, hier auf den H4, sind wir hier unter 1,0871 ganz klar shortig unterwegs. Und Ziel aus dieser SKS, die trotzdem Gültigkeit hat, da, dann haben wir nur die Schulter tiefer, was sogar regelkonform ist, lehrbuchkonform ist. Ich habe ja nur eine andere Angewohnheit, dass ich die Entries höher suche. Sollte das Ding bis zu 1,0796 abtauchen. Minimum. Das wäre das nächste Ziel. Da wir stramm short unterwegs sind, müssen wir das hier als letzte Abwärtsbewegung werten. Ich nehme die Zielbereiche mal raus hier. Und wir haben was da bimmelt im Hintergrund ist der DAX. Da kommen wir gleich zu. Wir haben das hier als letzte Aufwärtsbewegung und wir scheitern hier unten durchweg an der 1,0835, was dem 76er Fibo entspricht. Wir haben aber hier die erste Nummer nach unten gemacht. Ich nehme das mal raus hier. Das hier auf jeden Fall auch. Den anderen kann ich gleich. Zack. Wir haben hier diese Bewegung von oben nach unten gemacht, weil hier ist das Tief. So, und seitdem befinden wir uns ja. Seitdem befinden wir uns hier in einer schönen bärischen Flagge. Diese Muster, die wir handeln, ist das eine Muster C gleich A, was dann hier irgendwo, hallo, so irgendwo da ansetzen sollte. Idealerweise hat es schon angesetzt.
dann wären wir zu spät. Da, auf jeden Fall haben wir unten erstmal das Ziel bei 1,0812 circa, was sich nicht viel von dem nimmt, von der 1,0796, die wir uns gerade aus dem H1 geholt haben. Wir befinden uns hier in einer bärischen Flagge. Tiefs durchweg und seitdem turnen wir hier rum. Ich möchte das jetzt nicht hypergenau machen hier, aber diese Nummer wird ausschlaggebend sein für heute. Wenn ich das jetzt mit unseren Zielbereichen abgleiche, hätten wir hier bei der 1,0847 circa hier in diesem Bereich die Chance. Die Short Chance, dass wir von hier aus, wir bestätigen gerade diesen Zielbereich, wir haben den nach oben kaputt gemacht, nach unten den bestätigt, den letzten. Demnach hätten wir die Chance, da hochzulaufen, Fehlausbruch aus dem Kanal hinzulegen, eventuell sogar bis dahin. Dazu müssten wir uns jetzt den Fibo hier zu Hilfe nehmen und den mal drauflegen in der Kombination, wie weit er laufen kann. Und schon sind wir hier am 50er Fibo, der seine Wirkung entfalten kann und dann von da oben anfängt, entweder schon von da nach einem kurzen Fehlausbruch oder ein etwas weiterer Fehlausbruch. Komm, gib mir die Linie. Ist etwas verzögert hier heute, ne? Oh, schon fertig. Respekt. So. Dann wäre das hier der Plan für heute. Shorts. Ab. Ausbruch, Flagge nach oben und Zielbereich Anlauf. Euro pro dementsprechend bevorzugt Short. Euro pro heute bevorzugt Short. Und Ziele. Ziele 1,0819, 1,0812. Zielbereich unten und C gleich A und 1,0796 aus dem H1. Soweit klar? Okay. Wenn wir feinfühlig denken, ist sogar ab jetzt Euro pro Short möglich. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Zielbereich oben abgewiesen, Korrektur, Zielbereich Bruch, Korrektur. Und wir haben hier das Tief. Wenn wir hier drunter ein neues Tief bekommen, könnte man rein theoretisch nach dem Fehlausbruch sogar Euro pro hier schon shorten. Wir bewegen uns in einem sehr komfortablen Bereich. Da die Stops hier oben sehr eng platziert werden können, maximal hier über der 1,0854, was ja nun kein Akt ist, und wir hier von im 40er Bereich
und wir starten können, egal ob jetzt bei der 10840 oder bei der 47, bei der 49, Stops hier oben drüber über die Fibo-Marken und wir das Ziel unten bei 10796 haben, haben wir immer um die 40 Punkte vor der Nase, dann sind 10, 12 Pips SL auch kein Risiko. Oder ein klares Risiko, aber ein vertretbares Risiko. Wer möchte hier gestern, kann er für seine Auswertung die Geschichte machen. Ich muss warten, bis er hier oben ist. Eher möchte ich noch nicht shorten. Es sei denn, wenn wir jetzt gleich auf den DAX schauen, in der Zeit tut sich hier was, dann könnt ihr gerne hier in dem Fenster, was ich links auf dem Bildschirm habe, könnt ihr da sehr gerne bemerken. Ein Blick auf den DAX lohnt sich, weil unsere Short-Ziele waren 18.276. Die hat er jetzt gerade eben hervorragend absolviert. Unser Regelwerk war, vielleicht kann das irgendjemand mal kommunizieren, diese Position, ich mache das schnell selber. DAX-Positionen in Klammern SKS von 104 18 4 63 jetzt raus. Positionen von 18 6 28 bleiben im Markt. So, nur damit die Jungs das wissen. Zieleinlauf war, sollte hier unten sein an der 76. Ich glaube, der ist jetzt gerade weg. Ich sehe kein Bild mehr. Bin wieder da. Super. Doch, Ton war die ganze Zeit da. Ich muss ja meine Position auch schließen. Weißt du, ich kann ja nicht nur sagen, dass ich meine Position schließe, ich muss meine auch schließen. Und da meine Position etwas größer war, habe ich den Bildschirm kurz eingefroren, dass, ja, Nelson, du kennst das ja, da sonst wieder Diskussionen aufkommen, dass ich Riesenpositionen handle oder größere Positionen handle, um Leute zu animieren, dass sie größere Positionen handeln. Alles gut. Exit eben bei mir an der 46, 18, 18, 4, 46. Nur damit es nachher auch keine Diskussionen gibt. Okay, unser Plan gestern, hier ist er. Unser Plan gestern war, diese SKS hier zu handeln. Schulter, Kopf, Schulter. Nackenlinie haben wir gestern bei der 463 hier angegeben, wo sie sich ausgebildet hat. Dort hier, die Nackenlinie hat sich dann später durch dieses Nachttief, ist sie nicht gerade, sondern hat sie sich hier ergeben, hier das Tief, da das Tief. Dann mit Musik, aber sowas von. Gestern früh hier um 9:30 nach unten durchgerauscht, nachlaufendes Tief gebaut, zurück, bestätigt den ganzen Quatsch hier. Einmal hier, einmal, zweimal, dreimal. Genau das, was wir gestern Morgen analysiert haben. Und Ziel daraus sollte sein die 76, was wir gestern tagsüber nicht gemacht haben. Wir haben das Ziel nicht angepasst, was wir aber hätten machen können. Komm her, da. Und nehmen das hier mal raus. Weil dann wird er nämlich gleich was sehen. Deswegen bin ich auch ausgestiegen aus der Position. Wir haben noch DAXe laufen von 18.628, die wir zur 17.67 haben wollen. So, da die Nackenlinie schräg verläuft,
da, von da nach da, hat sich diese ja ein bisschen verlängert und von hier an dann auch das Ziel hat sich nach unten verschoben. Und damit war genau hier unten auch das Ziel zu suchen, was ja auch eben gerade passiert ist. Wie weiter? Der DAX befindet sich endlich in der Form, da wo ich hin wollte, in der Sommerkorrektur, Sell-and-May-Phase, wie man das auch alles nennen will, die jetzt glücklicherweise in vollem Gang ist, aber sowas von. Nachdem er uns hier am Anfang der Woche, also vorgestern, exakt nochmal ein Hoch hier oben platziert hat, und exakt von der letzten Bewegung ist das hier exakt, wir gucken in den H1 dazu, da, hier die Abwärtsbewegung und exakt hier oben 76,4 ist bei 18,634 das letzte Level, was er abholen sollte. Und auch hier haben wir jetzt erstmal C gleich A Muster. Ja. Was man jetzt ganz getrost hier ansetzen kann. Muss nur den Kurs ein Stück weiter rüber schieben. Geht heute nicht so flüssig hier. Jetzt. So, und damit ergibt sich hier unten als nächstes Ziel glatt die 18.000 circa. Die Position von hier oben, von der 18.628, lasse ich laufen bis zur 18.020. Auch das werde ich vermerken. Ziel für Position von 18.628, jetzt 18.020. Dann haben wir satte 6, die wir dann auch einsacken können. Lassen wir noch den heute. Euro fällt. Der Tag heute sollte mit viel Glück, schauen wir uns den Nachtbereich an. So, das hier war nur die Eröffnung jetzt vorhin gerade hier. Pünktlich 8 Uhr, bam, sehr schöne Geschichte. Das High hier ist von, ist ja immer nicht so einfach, wenn das nicht so funktioniert. Von 5:30 Uhr. Hier haben wir die Nachthochs. Dazu müsste ich aber noch mal hoch an die 8,90, an die 3,90. Heiße Kiste. Ob er diese Marke holt, wenn er da hochläuft an die 18,390, dann würde ich diese Geschichte massiv shorten, um die nächste Rutsche mitzunehmen. Alternative wäre dieser Doppelboden, die 3,22. So, die werden wir jetzt einfach mal beschriften. Short am Nachthoch. Also ich will mich nicht beschweren, die Position, die wir gerade zugemacht haben, die hat 200 Punkte gebracht, ne? Und damit sind wir im diese Woche sehr weit vorne, wenn ich das vergleiche mit dem, was letzte Woche ablief. Aber es kann ja nicht immer funktionieren, ne? Sind ja an der Börse, nicht bei Wünsch dir was. So.
Und diese Beschriftung werde ich ändern. Das ist der einzige Nachteil, wenn man unterwegs arbeitet, dass eben die Verbindung manchmal schwach ist. Meine Verbindung zu den Servern ist sonst sehr gut. Wenn ich allerdings jetzt hier Performance, Rechner-Performance, Traffic klaue bis zum Abwinken, weil Bild und Ton hier zu übertragen in beide Richtungen ist ja auch nicht so ganz einfach. So, entweder Short am Nacht hoch oder Short am Nacht tief. Ich warte jetzt Rückläufe ab, um in diesem Bereich mir neue Shorts zu suchen. Für heute. Die Bilder muss ich noch hochjagen. Fällt mir gerade ein. Habe ich vergessen. Ja. Da haben wir es. Und das Bild vom Euro fehlt auch noch. Mache ich gleich. Das heißt, mein Plan für heute sollte hier lauten. Auch Longs schließe ich aus. Ich verzichte eher auf Shorts, die ich verpasse. Aber Long in dieser Phase, guck mal hier, der ist von der 300, ist er fast gefallen bis zu 200. 100 Punkte in den ersten 15 Minuten. In dieser Phase zu kaufen, nein, sondern wir müssen sehen, dass wir hohe Punkte erwischen, um zu verkaufen. Übergeordnetes Ziel. Ich weiß, jetzt heißt es wieder, du kannst nur Short, na, Shorty. Wenn du jetzt gelongt hättest, wenn da unten ein Ziel war, wenn du an der 200 gelongt hättest, dann wärst du jetzt schon 50 Punkte vorne. Warum nimmst du das nicht in Betracht? Weil die Hauptrichtung für mich nicht passt und weil es für mich Kamikaze ist, sich gegen die Märkte zu stellen. Ich habe mir die Arbeit gemacht, vor einer Weile die Märkte auszuwerten, die letzten 25 Jahre. Und das Sommerloch, auf das ich hier warte, diese Sommerkorrektur, auf die ich hier warte, war jedes Jahr da. Wir hatten 2 Jahre, wo wir nur um die 7% hatten. Und wir hatten Spitzenjahre, in denen wir 50% Verlust hatten. Und genau deswegen ist in dieser Phase für mich Long so ziemlich ausgeschlossen. Letzte Woche haben wir eine Long-Position mit 70 Punkten gehandelt, die ich geschlossen habe. Die wäre sogar durchgelaufen bis zur 6,50. So. Aber DAX-Ziele 17.950 und 17.750. Alles circa Angaben. Da wollen wir hin. Das Muster, was uns gestern geholfen hat, war die SKS. Die hat uns sogar sehr gut. Komm hier, du Sack. Und ein ähnliches Muster brauchen wir eben auch. Da ist das Problem. Ein ähnliches Muster brauchen wir eben auch heute. Das hier war das, was uns gestern begleitet hat. Ich mache es nochmal größer. Hier können wir mitnehmen aus der Shorty-Ecke zwei Sachen. Sache 1, dass wir bei 6,28 geschortet haben. Das Setup hieß, dass wir hier oben 76er Fibo haben. Bewegung C gleich A. A war durch. A wurde um 76,4% korrigiert. Genau hier Muster, die entstanden sind. Was war das denn jetzt? Waren da gerade Luftballons in meinem Bild? Dass wir hier diesen Schub auch in Form einer SKS gemacht haben. Das heißt, wir konnten zwei Setups handeln. Einmal die Shorts an der 76,4, die wir immer noch laufen haben. Und SKS haben wir gesagt, getrenntes Regelwerk, getrennte Strategie, getrenntes, get,
und damit auch getrennte Ziele und getrennte Ergebnisse. Die Nummer hier von gestern eben gerade sauber erfüllt. Die Nummer von hier oben läuft noch. Stops für die, die von der 628 kommen. Stops würde ich hier da in dieser Nummer über das Nachthoch legen. Das schreibe ich immer noch rein. Meine ziehe ich auf Stops für Position von 18.628. Jetzt 200 Punkte in den Gewinn. Na komm. So, auch das ziehe ich mal noch als Bild und lade das mal noch hoch für die, die jetzt im Auto unterwegs sind. So, und jetzt müssen wir noch das Euro-Bild machen und hochladen, damit auch alle anderen, na komm. So, für alle, die mich, uns und Euro Pro noch nicht kennen. Was sehen wir hier? Was kann man hier erkennen? Die Linie Entscheidungsmarke, die kann raus, die brauchen wir nicht mehr. Okay, ich war vorhin ein bisschen spät vielleicht unterwegs. Unsere Zielbereiche Fehlausbruch. Hier mit einem bärischen Engulfing im M5. Ich habe vorhin gesagt, hier drunter ab hier mein Trendbruch kann man shorten. Hier bärisches Harami, nicht Engulfing, bärisches Harami. Fehlausbruch hier oben, jetzt direkt hier runter, eventuell einen Fehlausbruch hier unten hinlegen. Gleiches Muster so wie da, dann noch einmal hoch, wahrscheinlich ist er oben an der Kanalkante gescheitert. Komm, wechsel mir den Chart. Ihr klaut mir hier mein Traffic. Nee, exakt die Kanalkante erwischt hier oben, da. Und jetzt turnt ihr hier unten rum. So, jetzt bitte jetzt nicht blind shorten, sondern Rückläufe abwarten, weil das, was hier oben passiert ist, kann auch hier unten passieren. Hier unten den Fehlausbruch jetzt hinlegen und dann die ganze Geschichte wieder zurück. Und damit hat dieses Setup immer noch, so wie ich es da geschrieben habe, nach Ausbruch nach oben aus der Flagge hat es immer noch Priorität. So, das Bild jage ich auch noch hoch. Da ich meine DAX-Geschichte eingefahren habe, kümmere ich mich jetzt hier noch um die administrativen Sachen. Ich werde das Webinar gleich konvertieren. Ich werde es noch hochladen. Werde den ganzen Kram noch fertig machen. Und wisst ihr, was ich dann tue? Da die Nacht oder beziehungsweise die Eröffnung vorhin um 8 mir mehr als mein Tagesziel eingebracht hat, werde ich nachher,
wenn ich mein Weibchen hier versorgt habe mit Medikamenten, Antibiotika, etc. und sie sich ausschlafen soll, werde ich mir ein Bötchen schnappen und werde da unten aufs Wasser gehen und hoffen, dass wir noch ein paar Seelachse, nicht Seelachse, sondern ein paar Lachse irgendwo finden. Und ja, die haben wir gestern Abend aus einer Reuse geholt, damit man mal weiß, wie sowas aussieht. Der hier hatte 3,5 Kilo ungefähr, alle anderen, die ganz kleinen hier, unter 2. Der Rest hatte 3,5, 3,2 und die anderen hatten 2 Kilo. Wer ist wir? Das ist ein Kumpel von mir hier in Norwegen und ich. Und ich habe auch Besuch. Wenn man im Angelcamp Besuch hat, kann man sich auch vorstellen, was da passieren könnte, ne? Alkohol auf dem Boot ist hier verboten, aber wir haben hier draußen eine wunderschöne Terrasse, die wir uns im April gebaut haben. Und da werden wir uns jetzt hinsetzen mit einer Tasse Kaffee, in Ruhe frühstücken. Und dann wird das Webinar hoffentlich konvertiert sein. Ich werde es hochladen, damit ihr es nachvollziehen könnt. Schaut euch eure Aufgaben an, die man machen sollte. Mein Ansinnen ist es nicht, hier blind vorzuhandeln und blind vorzutreten und sagen, hier, ich bin der Geilste, macht mal genau das, was ich auch tue. Mein Job ist es, so sehe ich den jedenfalls, euch, die hier anwesend sind, zu begleiten, euch zu erklären, wie ich mir meine Setups erarbeite und wie gehe ich damit um, wenn sowas fürchterlich in die Hose geht. Mit den Gewinnen, ich glaube, das kriegen alle alleine hin. Wenn sie Gewinn haben, dann nackt ums Feuer tanzen oder nackt im Regen tanzen und sagen, hey, ich bin der Tollste, das kriegt jeder hin. Mit den Verlusten umzugehen und zu sagen, Scheiße, jetzt habe ich ja fürchterlich was in die Backen gekriegt. Warum ist das so? Wie kann ich da was ändern? Was habe ich falsch gemacht? Das ist die Kunst an der Börse. Und die einfachste Position, oder die schwerste Position, die man an der Börse handeln kann, ist die, die man nicht handelt. Das Schwerste hier ist, Nein zu sagen. Und das werde ich heute mal üben. Ich werde den ganzen Kram noch werde den ganzen Kram noch ein bisschen auseinanderpflücken hier. Top, lass es dir gut gehen, gute Besserung an deine Frau. Wenn es gut läuft, sind alle die geilsten. Wenn es schief geht, geht das Getrolle los. Genau. So ist es auch. Weißt du, mein Lieber, ich mache den Job jetzt seit über 20 Jahren. An mir prallt so einiges ab und ich bin 25 Jahre verheiratet. Glaub mir, ich habe ein dickes Fell. In diesem Sinne kann ich jetzt nur sagen, danke, mein lieber Nelson, dass du aufgestanden bist heute Morgen. Hier, ne? Was habe ich gesagt? Keine Shorts hier unten drunter. Wir müssen damit rechnen, dass wir das gleiche Muster kriegen wie oben. Das passiert jetzt hier. Behalte diesen Plan im Auge, damit wir den eventuell tagsüber noch gemeinsam umsetzen können. Ich nehme mein iPhone nachher hier weg. Die Kamera brauche ich tagsüber nicht. Nehme das mit. Wenn ich auf Slack begleiten kann, werde ich das tun. Ansonsten haben wir die 6,28er Position noch laufen. Positionstool werde ich gleich bereinigen und dann wünsche ich euch hiermit einen affengeilen Tag. Genießt das schöne Wetter. Ich glaube, in Deutschland soll es genauso schön werden und sage herzlichen Dank an die, die da waren. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben im Oktober geplant, ein Euro-Pro-Treffen oder Forex-Pro-Treffen in Thüringen zu veranstalten. Wir werden dazu nochmal eine Mail versenden. Wer Lust hat, kann auch als Gast dort gerne daran teilnehmen. Mein Freund Michael Vogt wird da sein. Wir werden uns den Tag teilen. Zwei Fachvorträge erhalten. Einmal wird Michael die aus der Markttechnik zwei, drei Sachen rauspulen, die er sauber erklären wird. Und ich werde dann am Nachmittag darauf aufbauend erklären, wie ich nach den Mustern, die ich bei Michael mal gelernt habe, auch meine Pyramiden baue. Man hat es vorhin bimmeln hören im Hintergrund, wie ich im DAX zum Beispiel meine Pyramide gebaut habe. So entstehen auch mal große Positionen, die dann
dann auch mal richtig was abwerfen. Das Treffen wird Ende Oktober sein. Eine Mail dazu wird am Wochenende kommen. Wer unsere Newsletter nicht kriegt, kann sich gerne dazu anmelden. Dann kriegt er den auch regelmäßig und dort sind dann auch, ist auch der Link und die Landingpage drinne. Und ich werde die auch Nelson mal zur Verfügung stellen. Vielleicht könnt ihr die ja bei euch im Newsletter auch mal verbasteln, mein lieber Nelson. So, und jetzt sage ich erstmal schönen Tag in der Sonne. Tschüss, tschüss. Moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss. Dankeschön, Thorsten, für das Webinar. Gute Besserung nach Norwegen und aber trotzdem einen schönen Aufenthalt noch. Und natürlich Dankeschön an alle, die dabei waren. Passt auf eure Position auf. Ja, auch genießt auch mal das Wetter heute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.